Jetzt schauen wir erstmal, bevor wir uns jetzt hier um Eimer kümmern. Also das hier ist sowieso jetzt, gehört da, hat hier gar nichts zu suchen. So, das packen wir mal hier in die Kruschelecke. Ich muss jetzt ja erstmal noch hier diese hier unterkriegen. Dazu muss ich die passenden Typen finden. Das ist auch alles. So, das ist Kondit. Die passen thematisch zusammen. So, das sind stark gewinkelte. Genau, das sind die geraden. Das sind stark gewinkelte, jeweils mit Pinhole. Das sind welche ohne Pinhole. Dann haben wir diese Abteilung. Die haben wir auch nochmal in Grau. So, jetzt frage ich mich gerade, was das hier ist. Das ist, glaube ich, dasselbe. Das Problem ist, die passen nicht alle in eine. Aber wenn wir schon zwei Tüten haben, dann wenigstens eine mit bunt und eine mit schwarz. Ich weiß nicht, ob die. Nur es kann ja auch mal immer wieder sein, dass ein Teil dazukommt. Dann wäre es schon schlau, wenn man noch eine Tüte hat, wo Platz ist. So, das sind nämlich die und die sind identisch. Die und die sind identisch. Das haben wir hier. Das sind quasi die kleinen Brüder von denen. Wie die Dinger aussehen, könnt ihr euch selber denken. Also mein Sohn und ich haben da einen ganz eindeutigen Namen für diese Dinger, von denen ich nur noch einen habe. Reicht ja auch. Das sind dann sozusagen die etwas schlechter ausgestatteten. Die könnte ich eigentlich zusammenpacken, weil die eigentlich, wobei der hat hier Pinholes, der Exo, die, so, das sind, Moment, da hatte ich doch vorhin eine Tüte, wo die nur in schwarz waren. Ach, guck mal, hier sind ja noch, ach, hier sind ja noch welche von denen. Okay. Das sind wiederum, die sind wieder verwandt mit denen. Das sind nämlich quasi drei Pinholes mit einem Axelhole quer. Das sind zwei mit einem quer. Das hier sind leicht geknickte Konnektoren. Tja, das sind die, wie auch immer man die nennt. Die gibt es auch in gewinkelt. Das ist dieselbe Familie. Mal gucken, da habe ich es auch so ein bisschen nach Farben. Hier ist weiß und grau und hier ist schwarz, rot und dunkelgrau. Das ist auch ein bisschen komisch, weil das sind die und davon sind hier auch welche drin, aber auch noch so was Komisches. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Das sind hier die Haars, einmal die schmalen Haars und die breiten Haars. Die sehen eigentlich wieder aus wie die aneinander getackert. Das sind die Ferngläser. Das sind die ganz schwach geknickten Konnektoren. Das sind die. Das sind die Gegenstücke zu denen. Da habe ich auch zwei Tüten von. Genau, und das sind hier dieselben wie die, allerdings in schwarz. Ja, und das ist halt jetzt das große Thema. Kann man diese hier irgendwie noch schlau unterteilen oder sollten die eigentlich alle in ein gepackt werden? Eigentlich müssen die alle in eingepackt werden.
Und dann ist dieser Eimer nämlich so. Ah, guck mal, die habe ich noch vergessen. Achso, das waren auch nochmal gewinkelte. So, jetzt ist der hier so halb voll. Der ist ziemlich voll, also da würde ich auch nichts mehr reinpacken. Das war ja MC Liftarm. Das schreiben wir uns mal kurz auf. Liftarme. Das mache ich noch hübsch. Keine Sorge. Aber ich will den Deckel da jetzt mal drauf machen und den einmal dann vergessen können. So, und jetzt haben wir hier nämlich jetzt noch so zwei halb gefüllte Eimer. Und da würde ich sagen, packe ich da in eine kleinere Tüte. Eigentlich ist die Tüte ja viel zu groß, ne? Obwohl, die ist auch nicht kleiner. Na, sparen wir uns das. So, wenn wir jetzt sagen, hier passen die Pins zu. Frage, tun sie das? Deckel. Abtauchen! Schreiben wir jetzt da drauf. Pins. Achsen. Zahnräder. Oder wir könnten es natürlich auch Englisch. Vielleicht sollte ich es lieber auf Englisch machen. Pins, Axles, Gears. Jetzt habe ich unterschlagen, dass da auch noch